Hallo und herzlich willkommen zurück im Wald bei unserer Villa Rustica, die wir uns heute angucken wollen, schon wieder. Und diesmal auch wirklich die Gebäudestruktur. Und zwar gehe ich jetzt mal absichtlich ein wenig zur Ecke und halte euch mal hoch, sodass ihr vielleicht halbwegs einen Überblick haben könnt, was wir so an Gesamtbaubestand hier, also zumindest in rekonstruierter Form, vorfinden. Die Fundamente sind zum Teil tatsächlich noch original, zum Teil ein Stück weit gegen Verfall gesichert und zum Teil ein bisschen rekonstruiert. Das heißt, man hat wieder ein bisschen was draufgemauert. Leider bin ich nicht Experte genug, um mit Sicherheit zu sagen, was alt ist und was neu. Also was noch original, noch Römermaterial und was nicht ist. Das ist auch gerade das Schöne eben bei den Römern, dass Originalmaterial und rekonstruiertes Material kaum voneinander zu unterscheiden ist. Das, was noch da war, was man noch ausgebuddelt hat, ist halt teilweise sehr, sehr gut erhalten. Was mindestens original ist, ist der Keller, größtenteils, aber auch nur größtenteils. Und daher ist das tatsächlich ein bisschen schwierig und damit gehen wir da nicht weiter drauf ein. So, wo hier bei diesem Gebäudekomplex überhaupt vorne gewesen ist, wird noch diskutiert. Man ist sich da noch nicht ganz sicher. Der Eingang ist auf jeden Fall schon mal nicht das da, auch wenn das heute so aussieht, als sei das der Eingang. Das bestimmt nicht. Möglicherweise gab es da noch ein Hintertürchen, aber allzu viele Hintertürchen wollte man ja auch nicht haben. Auch das Hauptgebäude, also die Villa, sollte eine gewisse Verteidigungsfähigkeit besitzen, damit da eben keine Plünderer reinkommen, weshalb die wahrscheinlich keine 28 Eingänge besessen hat, auch wenn hier nochmal außenrum, da hinten nochmal schön zu sehen, ein Wall dafür gesorgt haben dürfte, dass nicht allzu viele Barbaren hier Einzug halten. Ne? So, wir gehen jetzt also mal spaßeshalber von vermutlich der Rückseite, steigen wir einfach durch die Mauer und befinden uns gleich im Hauptgebäude. Ja, das machen wir deswegen, weil ich es kann. und weil man von der Seite hier angelaufen kommt, wenn man dann hier angelaufen kommt. So, der Raum, in dem ich mich jetzt gerade befinde, das ist vermutlich das große Hauptgebäude. Und jetzt kann man sich fragen, ja okay, das ist jetzt gar nicht so klein, aber warum soll denn das ein so großes Hauptgebäude sein? Weil nämlich tatsächlich im letzten Bauzustand, als das Ding verlassen worden ist, existierte diese Mauer, so sie dann noch existierte, nur als Trennwand oder für, ja, wir wissen es nicht genau. Ja, das ist ein altes Fundament aus einer älteren Bauphase. So, das ist jetzt etwas kompliziert und knifflig. Wir haben hier drei Bauphasen, die ihr hier in diesem Plan sehen könnt. Das ist der Grundriss, das sehen wir auch alles gleich noch im Video. Aber damit da keine Verwirrung aufkommt, möchte ich das gleich mal vorneweg erklären. Wir haben die rote Mauer, das ist die, die heute noch zu sehen ist und die noch ziemlich gut erhalten ist. Teilweise wirklich sehr gut erhalten und noch original. Jüngere Bauphase heißt jetzt nicht, dass das Ganze nicht trotzdem weit über 1000 Jahre von 170 nach Christus oder von mir aus auch von 210 nach Christus, irgendwie so aus dieser Zeit stammt das. Ne? Also die jüngere Bauphase ist ein paar Jährchen jünger als die ältere Bauphase und das ist hier einmal die dunkelschwarze und auch diese gräuliche Bemäuerung. Und aus der gräulichen Bauphase, die können wir nicht komplett rekonstruieren, das weiß niemand, wie es da genau ausgesehen hat, hat man halt teilweise Fundamente belassen, beziehungsweise die schwarze Bauphase, Teile der älteren Bauphase, also die ist heute noch gut sichtbar, weil sie in die jüngere Bauphase zum Teil integriert wurde. Wie genau und inwieweit jetzt zum Beispiel die schwarze Mauer, die ich jetzt auch gerade vor Ort angesprochen habe, damals überhaupt eine Mauer gewesen ist, also als dann die rote Bauphase vollendet war, oder ob das einfach nur noch das Fundament ist, was einfach übrig ist, weil sie das als Fundament integriert haben oder was auch immer, das weiß ich nicht, dafür bin ich nicht Archäologe genug, aber jedenfalls kann das für ein bisschen Verwirrung sorgen, dass einige Fundamente älter sind als andere. Ne? Also nur damit wir das kurz geklärt haben und damit zurück zu Ben vor Ort.
Stand übrigens 1984 bei den letzten archäologischen Grabungen, die hier durchgeführt wurden. Seitdem war es nicht mehr notwendig. Muss ich noch kurz erwähnen, in der Archäologie gibt es einen simplen Grundsatz: Wenn du nicht buddeln musst, dann buddelst du auch nicht. Weil je später du buddelst, also wenn man sich zum Beispiel in den 70ern nicht buddeln musste, dann hat man hoffentlich erst in den 80ern buddeln müssen oder erst in den 90ern oder noch besser, erst 2023. Und je später man buddelt, desto besser ist die Buddeltechnik, desto besser ist die Archäologie, die Erkenntnis, die Technik zur Erkenntnisgewinn sozusagen, ist umso besser ausgeprägt, je später man gräbt. Ja, und je später man gräbt, desto mehr Informationen kann man rausholen. Alles, was man, keine Ahnung, um den Zweiten Weltkrieg rum irgendwo ausgebuddelt hat, da hätten wir viel mehr von lernen können, hätten wir das später ausgegraben. Ein prominentes Beispiel, weiß nicht, ob man es mitbekommen hat, aber man hat ja in der Cheops-Pyramide nochmal eine Kammer gefunden. Eine geheime, die noch niemand wusste, dass sie da ist. Und es gibt jetzt auch Vermutungen, dass aufgrund dessen, dass da noch eine Kammer war, da vielleicht noch viel mehr Kammern sind. Und diese Kammer hat man unter anderem durch moderne Drohnentechnik überhaupt erst finden können. Und das wäre vor 40 Jahren nicht vorstellbar gewesen. Und drum, das ist einfach nur ein prominentes Beispiel für je später die Ausgrabung, desto besser das Ergebnis. Deswegen, wenn nicht zu befürchten ist, dass der Befund, also die archäologische Stätte, die man untersuchen könnte, ruiniert wird, zerstört wird, vernichtet wird, dann gräbt man auch nicht. Erst wenn es notwendig ist, das Wissen, was hier liegt, sozusagen zu sichern, dann findet die Untersuchung statt. Ja, weil sonst kann man es nie mehr sichern, das Wissen. Weshalb ein Archäologe eigentlich froh sein sollte, wenn er arbeitslos ist. Was schwierig ist, weil die eh alle arbeitslos sind. Ja, kleiner Witz am Rande. Berufe, in denen es nur sehr schwierig ist, Geld zu verdienen. Archäologe zum Beispiel. Da muss man sich schon ins Zeug legen, wenn man das tatsächlich das Pech hat, das zu studiert zu haben. Zumindest war das mal so. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber ich habe in der Verwandtschaft eine Archäologin, die hat umgeschult und macht alles Mögliche, aber bestimmt nicht mehr Archäologie, weil ja, ging halt nicht. Ne? Ja, gut, wie dem auch sei, jedenfalls. Dieses sogenannte Hauptgebäude, in dem ich mich hier gerade befinde, mit dieser Trennmauer, das ging bis nach da hinten zur großen Mauer, also nach da. Ja. Das war vermutlich im letzten Ausbauzustand, also von hier darüber, einmal drehen, bis zu der Mauer, ein durchgehendes großes Gebäude. Das heißt, hier stand ein ordentliches Bauwerk drauf. Meine Kamera ist sehr weitwinklig, das wirkt also noch ein bisschen riesiger, als es in der Realität ist. Aber es war ein ordentliches Bauwerk. Ja, was auch im letzten Ausbauzustand bereits vorhanden war oder noch vorhanden war, war dieser Nebenraum, wofür der gedient haben mag. Wir haben keinen Schimmer, aber so sieht er aus. Man kann aus dem Altbaubestand noch entdecken, wenn es nicht völlig überwachsen wäre und man dann wüsste, wonach man suchen muss, dass sich hier noch ein Fundament einer Vorbauphase, wie die genau ausgesehen hat, weiß man nicht, und eine Feuerstelle befunden haben muss. Irgendwo da. Ja, von, wie gesagt, Vorgängerbau. Aber nichts Genaues weiß man nicht. Wofür dann dieses Gebäude genutzt worden ist? Gästezimmer, Aufenthaltsraum für die Legion, wenn sie mal eben vorbeikommt, um zu gucken, ob hier Plünderer bzw. Barbaren zu finden sind. Möglicherweise ein zusätzliches Zimmer einfach für die Herrschaften. Kinderzimmer, ja, schwer zu sagen. Die einfachen Bediensteten, also sprich die Feldarbeiter und Knechte und möglicherweise mit ziemlicher Sicherheit auch Sklaven, werden nicht in der Villa gelebt haben, sondern irgendwo draußen, um ja nicht ganz so luxuriöse Lebensbedingungen haben zu müssen und dürfen natürlich. Ja, also das mit der Sklaverei ist dann natürlich ein Knackpunkt, wenn man ansonsten die Römer toll findet. Ah ja, naja, mag vielleicht Epochen gegeben haben, in denen die Sklaven noch beschissener dran waren, aber doll war das im römischen Imperium sicherlich auch nicht. Gut, jedenfalls, also wenn ich jetzt ja, naja, weiß nicht so genau sage, meine ich, ist natürlich schrecklich und furchtbar gewesen. Ja, um das mal wirklich zum Ausdruck zu bringen. Sklaverei finden wir alle hoffentlich nicht gut. Das ist ja wohl das Mindeste im Übrigen. Gut, so viel hierzu. Ne? Also Hauptgebäude, Nebengebäude 1,
Mauer aus älterer Bauphase rekonstruiert. Unter dem Hauptgebäude befand sich aus dem vorderen vorherigen Bauabschnitt, ja, also einem älteren Bauabschnitt, noch dieser Keller. Der ist also älter als ein Großteil der Hauptfundamente, die wir jetzt hier, gerade auch die hohen da hinten in der Ecke, die wir hier jetzt so sehen können. Man wird den Keller wahrscheinlich später weiter genutzt haben, also auch im jüngsten Zustand der Anlage, als sie dann eben auch aufgegeben wurde, ist anzunehmen, dass der Keller weiter Verwendung fand, weil er ist sehr, sehr gut erhalten. Der Keller hat als Besonderheit, da müssen wir kurz von oben mal gucken, dieses Fenster, ein Kellerfenster sozusagen. Und das ist deswegen wirklich was Spezielles, weil es später hinzugefügt wurde. Also in irgendeiner späteren Bauphase war in der Originalbauphase wahrscheinlich so nicht enthalten. Wobei wir nicht wissen, ob es gegen Ende der Originalbauphase hinzugefügt wurde oder dann später mit dem Bau des neuen Hauptgebäudes. Und das ist eben das, was dieses Ding hier so faszinierend macht. Hier ist es halt nicht so ganz einfach, die Gebäudestrukturen zuzuordnen. Und ich habe übrigens viel gelesen, bevor ich mich überhaupt getraut habe, hier jetzt eben den Rundgang zu machen. Einmal sehr viel zu Hause, alles, was das Internet hergegeben hat, das, was meine schlauen Bücher hergegeben haben. Ich habe ja zu jedem Gemäuer und historischen Überrest im Wald bestimmt irgendwo ein Buch rumliegen, sofern der alt genug ist, dass mein Vater da schon Bücher zu besessen hat. Ich habe ja die Bibliothek meines Vaters geerbt. Und da sie das hier ja 84 ausgebuddelt haben zuletzt, ja, das ist alt genug. Und dementsprechend schauen wir jetzt mal im Keller vorbei. Der Zugang, den ich hier verwende, geheimnisvoll. Man darf davon ausgehen, dass im späteren Zustand, also als der Keller wiederverwendet wurde von dem Neubau sozusagen, der Zugang durch eine Dachluke bzw. eine Bodenluke, Falltür, klapp, und dann kannst du runter, klapp, dann machst du wieder zu, erfolgt ist. Eine Treppe, wie ich sie jetzt hier gerade runterlaufe, die wird es zumindest in der jüngsten Bauphase so nicht gegeben haben. Es kann aber durchaus sein, wir befinden uns hier jetzt ja quasi das Gemäuer, wo ich jetzt gerade drin stehe. Ja, hier, das da, was jetzt im Bild ist. Das ist älter als der Rest. Heißt, früher mag das hier wirklich die Stelle der Treppe gewesen sein in der ersten Bauphase und man konnte per Treppe in den Keller gelangen. Das wäre durchaus naheliegend, weil warum soll hier sonst so ein Spalt sein, der halt eben Treppenformat hat? Stufen hat man wohl keine ausgebuddelt, die sind hier aus Holz und übrigens durchaus glitschig. Und ja, also später dann aber Falltür. Und damit herzlich willkommen im Keller. Ja, das ist sicherlich meistens rekonstruiertes Mauermaterial, aber nochmal, ich möchte da gar nicht spekulieren, was nicht vielleicht sogar noch Originalziegel sein könnten. Der Keller ist außerordentlich faszinierend und macht ganz großen Spaß, mir zumindest. Ein paar junge Survivalisten haben sich hier ein kleines Lean-To-Shelter gebaut. Ja, sind Kinder, die dürfen das. Ja, viel kaputt machen können sie hier eh nicht. Ja, davon abgesehen haben wir im Keller diese wunderschöne Nische Nummer 1. Wir haben wunderschöne Nische Nummer 2. Wir haben hinterm Survival Shelter Nische 3. Ich hoffe, sie ist zu erkennen. Was es mit diesen Nischen auf sich hat, gibt es leider keine Dokumente dazu. Üblicherweise sind diese Nischen, also kenne ich aus anderen Kellern, die ich mit meinem Vater, der das Hobby hatte, alte Keller anzugucken, besichtigt habe als halbgroßer Version meiner selbst, habe ich gelernt, die meisten dieser Nischen sind Lichtnischen. Ob das bei den Lömern, auch schon Lichtnischen gewesen sind, kann man fast schon annehmen, weil irgendwie muss der Keller ja beleuchtet worden sein, dass man die Beleuchtung vielleicht wohin stellen möchte, kann kaputt gehen, so eine römische Öllampe, wo, wenn sie kaputt geht, nicht gleich die ganze Bude brennt, dann ist vielleicht so eine relativ sichere, in den Stein eingelassene Nische gar kein so dummer Ort dafür, also man mag es sich vorstellen. Ansonsten wäre auch möglich, dass die hier irgendwelche Schreine in ihren Nischen drin haben,
Garten, zumal die Nischen mit besten römischen Rundbogen ausgestattet sind. Das ist schon faszinierend, dass man um 1000 rum, um Jahre 0 rum bereits wusste, dass sowas super, super stabil ist, also diese Bogenform, und man da eben ewig viel Gewicht drüber bauen kann und trotzdem hält das Teil da drunter und kracht nicht ein. Also ich finde das wirklich, wirklich faszinierend. Ich würde das bis heute nicht hinkriegen, so einen Bogen zu bauen im Übrigen. Ich muss nur mal kurz gucken, ob hier jemand Zweites zu Besuch kommt. Könnte nur schon wieder ein Reh sein. Ja, also wirklich, wirklich toll. Ja, hier, wie gesagt, die andere Nische. Mehr zu den Dingern kann man nicht sagen. Vermutlich sind aber tatsächlich die Steine da hinten original. Ha. Also viele Steine sind hier original. Man hat auch vieles aufgebaut mit Originalsteinen scheinbar. Hier ein Blick aus dem Fenster. Das Kellerfenster gleichzeitig hier mit so einer Schüttvorrichtung. Da darf man vermuten, dass die Schüttvorrichtung wahrscheinlich genau das ist, nachdem, wonach sie aussieht, nämlich eine Schüttvorrichtung. Wenn du also Dinge in den Keller haben wolltest, die man schütten kann, Rüben, Getreide, Barbarenköpfe, ja, dann konnte man die hier einfach runterkippen und dann sind die da runtergepoltert und dann lagen die im Keller und mussten im Keller nur noch schön verstaut worden werden. Eine Hinweistafel, die hier rumsteht, weist darauf hin, dass Keller wie dieser erstaunlich häufig sehr gut erhalten sind und dass das also kein Einzelfall ist, dass das mit der besterhaltenste Teil der ganzen Villa ist, dieser kleine Keller. Ne? Also nicht die gesamte Villa war unterkellert, sondern es gab diesen einen Kellerraum und der Rest der Villa war halt nicht unterkellert. Keller bauen war damals anstrengend. Wer überhaupt einen Keller hatte, hatte es schon mal gut. Wofür ist er da? Generell so ein Keller? Vorräte. Ganz simpel. Das ist der Vorratskeller. Mit Sicherheit. Ja, also primäre Verwendung. Ob er noch zusätzlich für was anderes gut war, das darf man überlegen. Vielleicht haben sie auch versucht, ihren Wein hier halbwegs trinkbare Temperaturen zu halten im Sommer. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, besonders bemerkenswert sind die Balkenlöcher hier. Die sind ein ganz, 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 ganz schönes Detail. Auch was Besonderes, das man nicht überall sieht. Es sind genau das, was man vermuten könnte, Balkenlöcher. Das heißt, auf diesem Keller gab es eine Holzdecke mit genau so dicken Balken. Das ist nicht weiter schwierig. Die kann man durchaus herstellen, auch mit römischen Werkzeugen. Und hat die dann hier eben ins Gemäuer eingelassen, also auch wieder architektonisch von der Bauleistung her sensationell. Da gab es garantiert dann nochmal Zwischenbalken, beziehungsweise da dann einfach Bretter drüber gelegt, Bohlen drüber gelegt, irgend sowas in die Richtung, weil die Balkenlöcher sind parallel. Also wenn du den Balken da drüben reinlegst, dann passt er auch in das Loch. Ja, ich gehe mal hin. Ich das gerade wieder nicht auf die Reihe mit spiegelverkehrten Kamera und so weiter. Also das Loch auf jeden Fall. Ne? Jetzt kann man es auch sehen. Ja, und damit hast du also nicht den kompletten Boden mit Balken abdecken können. Da war zwischen den Balken immer ein solcher Steinbreit Platz. Und ja, vermutlich haben sie dann einfach so rum, also Balken so und Bretter so da drauf gelegt. Könnte ich mir vorstellen. Ja, ist auf jeden Fall haltbar, braucht man sich keine Gedanken machen. Ich meine, das waren Miraculix-Eichen, die sie hier verbaut haben, die sind bestimmt haltbar. Ja, wunderbarer Ort, toll. Es ist nicht ganz einfach für mich hierher zu kommen. Ich brauche den ganzen Tag, nur um hier dieses Video drehen zu können, den kompletten Tag. Ich bin erst abends wieder zu Hause, aber es lohnt sich. Ich habe großen Spaß. Ja, oder wächst Feldsalat? Nein, es ist nicht Feldsalat. Garantiert nicht. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber Feldsalat ist es nicht. So, und wir haben hier sogar ein wenig Ranken im Keller. Das müsste schlicht und ergreifend eine Brombeere sein. Ja, ist es. Ja, mehr nicht. Egal, das war der Kellerbesuch. Wunderbarer Keller. Toll, 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 toll. So, ebenfalls aus der jungen Bauphase stammt dann dieses formschöne Loch. Dieses formschöne Loch, könnte man sich jetzt fragen, was das sein soll. Die Badewanne, der Brunnen, nein, weder noch, das ist die Feuerstelle. Und vermuteterweise befand sich über dieser Feuerstelle hier noch so eine Kuppe,
Zumindest wird das so rekonstruiert, wenn man sich die entsprechende Rekonstruktion anguckt. Die kann ich euch auch gerne mal einblenden an der Stelle, entweder mit Kommentar oder ohne, das weiß ich jetzt noch nicht. Ja, und wenn ich schon beim Einblenden bin, dann möchte ich euch auch dieses Schema einer Portikus-Villa nicht vorenthalten. Portikus meint, dass die eben so eine Art Portal hat, was mit solchen Säulen, die wir hier in der Bildmitte sehen können, einhergeht. Danach kommt eine Haupthalle. Häufig ist da in der Mitte der Haupthalle, häufig, nicht unbedingt hier, das lässt sich schwer für sich vorstellen, aber manchmal ist in der Haupthalle in der Mitte noch ein Loch und dann befindet sich im Inneren eben so ein kleiner Garten, der dann wiederum von Säulen umschlossen wird, wo ja, man ein bisschen frische Luft schnappen kann und häufig auch ein Brünnelchen vor sich hingeplätschert haben mag, oft auch mit Mosaik ausgeziert. Aber ja, das ist das grobe Schema einer solchen Portikus-Villa. Unsere weicht davon ein Stück weit ab, dürfte aber auch nachträglich in der späteren Bauphase bestimmt irgendwo so einen Säuleneingang gehabt haben, vermutlich eben auf der Südseite, das ist also die Seite gegenüberliegend von der, wo ich das Fundament bzw. das Gebäude betreten habe. Ja? Also nur, dass wir das auch noch mal kurz gesehen und drüber gesprochen haben, das ist so die typische Form solcher Villen. Unsere hier, die ist übrigens auch zweigeschossig, mindestens zweigeschossig gewesen, vielleicht gab es auch ein drittes Stockwerk, darf man vermuten, weil die Mauern so dick sind. Die müssten nicht so dick sein, wenn es sich nur um ein eingeschossiges Bauwerk handeln würde. Dadurch, dass es wahrscheinlich etwas höher gewesen ist, war dann aber auch die Mauerdicke eben einfach erforderlich, um das Dach dann auch vernünftig tragen zu können. So habe ich mir das mal erklären lassen mir. Ja, kommen wir zum dem Teil, über den wir eigentlich reden wollten, nämlich unsere Feuerstelle. So, das ist nämlich hier jetzt mal ein allgemeines Bild von einem Hypokaustum und wir sehen hier das Präfurnium, das, wo das Feuer brennt und darüber eben auch so ein Rundbogen. Das dürfte also die Feuerstelle sein, die ich euch auch gerade vor Ort, also der Ben vor Ort euch gerade gezeigt hat. Und da ist man von dem kleinen Raum, in dem man runtersteigt, wenn man quasi in die Feuerstelle steigt, ist man da wahrscheinlich hin und hat da dann Feuer gemacht. Dieser kleine Raum, das zeigt auch gleich nochmal der Ben vor Ort. Das war das Hypokaustum, also die Fußbodenheizung sozusagen, die damit funktionierte, dass es hier diese Pfeiler gegeben haben mag, auf diesen Pfeilern sich ein Estrichboden befunden hat und auf diesem Estrichboden wiederum gab es sicherlich ein kleines Becken mit einer kleinen, ja im Grunde einer Badewanne, wo dann der Villa Rustica-Besitzer, vermutlich auch wirklich nur er, seine Frau und möglicherweise noch dessen Kinder und so weiter und so fort, dann regelmäßig ein heißes Bad nehmen konnten, indem man eben da mit diesem Präfurnium eingefeuert hat. Ne? Gleichzeitig dürfte das ein Stück weit, dadurch, dass ja der obere Bereich des Präfurniums in unserer Villa in den Hauptraum hineinreicht, auch gleichzeitig quasi den Hauptraum ein bisschen mitgeheizt haben. So die Vermutung. Wer es besser weiß, schreibt es in die Kommentare. Ja, und wie wir auch schon unserer Grafik entnommen haben, befindet sich neben so einer Feuerstelle das sogenannte Hypokaustum. Also eins der besten nördlich der Alpen erhaltenen Hypokaustums, das ist nicht das korrekte Plural, egal, findet sich in Baden-Baden, in unseren römischen Badruinen in Baden-Baden. Und hier stehe ich jetzt ebenfalls in einem kleinen Hypokaustum. Bedeutet, um mich rum, beziehungsweise hier in diesem Raum, gab es, ich glaube, 45 Stapel an Ziegeln, kleine Türmchen, also hier, muss man sich so kleine Türmchen vorstellen. Auf diesen kleinen Türmchen befand sich ein Estrichboden und der Bereich hier unten, also das, was bis da oben geht vermutlich, ungefähr, ja, bis hier zur heutigen Mauerende, war schlicht und ergreifend hohl. Ne? Dadurch, dass hier unten der Boden eben nur aus kleinen Säulen bestand und der Rest war Luft und da drüben befand sich unser Ofen bzw. unsere Feuerstelle. Wenn man jetzt da drüben eingeheizt hat, dann ist natürlich die heiße Luft, da braucht man wahrscheinlich bei der Größe noch nicht mal großen Blasebalg, bis hier unten drunter geflitzt und hat, dadurch, dass sich die heiße Luft hier im Fußraum gesammelt hat, oben drüber den Estrichboden schön warm gemacht. Und im Regelfall
war das dann das Badezimmer. Ja, die Römer hatten nämlich Fußbodenheizung, im Badezimmer zumindest. Und dann darf man also annehmen, dass der Raum hier oben drüber tatsächlich das Bad gewesen ist. Jede Villa Rustica hatte ein Bad, ein beheizbares Bad, nicht zwingend. Das ist dann schon eine eher wohlhabende Villa Rustica hier gewesen. Und so dass eben die feinen Herrschaften, zumindest die Villa-Bewohner, regelmäßig baden konnten. Das war ja eine recht saubere Truppe, diese Römer. Ja, und ja, über uns hier das Miniatur, die Miniaturtherme unserer Villa Rustica. Toll, ne? Also wirklich super. Würde ich im Übrigen jetzt auch ganz gerne nutzen. Also nicht, dass mir kalt ist, aber es war schon ziemlich nass, um hierher zu kommen. Ja, also wirklich faszinierend. Gleichzeitig war der Ofen, in dem ich gerade stehe, vermutlich auch dafür da, das Hauptgebäude, das hier ja quasi, ne, Ofen unter Hauptgebäude, da drüben rüber ins Hypokaustum, hier drüber eben das Hauptgebäude befindlich, vermutlich auch mit einem Fußraum, wo sich die heiße Luft ausbreiten konnte, kann man annehmen, weiß ich nicht genau, müssen wir die Archäologen fragen, leider habe ich gerade keinen zur Hand, aber zumindest hat der Ofen an der Stelle hier auch definitiv das Hauptgebäude mitgeheizt. Ob das jetzt, wie gesagt, nur Abstrahlung durch die heißen Steine hier, wo ich jetzt gerade, ne, über mir, durch mir durch sozusagen gewesen ist, oder tatsächlich da noch irgendwelche Rohre verlegt waren, um eben die Hitze weiter ins Gebäude zu leiten, das ist durchaus vorstellbar. Die Römer konnten sowas und haben sowas auch getan. Und vielleicht hatten sie auch Hypokaustböden, wie gesagt, eben in dem Bereich hier, die paar Zentimeter, einfach nur ein paar Zentimeter hoch, nicht sehr, sehr hoch, und darüber dann auch wieder Estrich möglicherweise. Schwer zu sagen, der Ausgrabungszustand gibt das nicht ganz her, ne? Aber sie hatten es jedenfalls warm, so viel können wir sagen. Für einen italienischen Pächter der Villa Rustica muss es hier im Winter auch ganz schön kalt gewesen sein, es sei denn, er kam aus dem Alpenteil von Italien, aber ja, für reine Mittelmeerbewohner dürfte das wirklich eine ganz kühle Angelegenheit gewesen sein. Ja, man vermutet, dass sich der Eingang hier befunden hat. Da vorne dran kann es ja noch durchaus Stufen gegeben haben, die hat man halt nicht ausgebuddelt. Holz vorne dran, vor der Hütte gegeben haben, was man auch nicht ausgebuddelt hat und was nicht mehr da ist. Das ist fast 2000 Jahre her, ne? Das müssen wir uns kurz nochmal klar machen. Aber nichtsdestotrotz, man vermutet, dass tatsächlich diese ganze Anlage nach da orientiert gewesen ist. Aber ob das stimmt? Und dann gibt es nochmal ein Nebengebäude, das ich euch jetzt dann zeige, wenn ich dann da nochmal hinkomme. Ja, und wir hatten hier vorne dran, beziehungsweise irgendwo in diesem Hauptgebäudeteil, also diesem großen Bereich, üblicherweise noch einen kleinen Innenhof, der auch kein Dach hatte. Also von mir aus war der angenommen jetzt mal hier. Ja, und dann konntest du hier hochgucken und, oh, funktioniert, man sieht tatsächlich den Himmel. Ah, da düdert er in der Ferne. Ich dachte, ich höre was Komisches. Ja, also offensichtlich bewiesen, hier muss der Innenhof gewesen sein. und ja, und halt so ein bisschen Pagoden, ein bisschen wie ein Kreuzgang, wenn man den aus Klostern kennt. Sowas hatten die Römer ja eigentlich in fast jeder Villa, dass man da in der Mitte halt eben noch so einen kleinen Garten hatte, wahrscheinlich mit plätscherndem Brunnen, möglicherweise noch mit irgendeinem fancy Mosaik, irgend sowas in die Richtung. Na, diese Römer, schon krass. Ja, ihr seht, ich bin ein Fan. Also ich mag auch die Gallier, aber eigentlich nur wegen zwei speziellen Exemplaren, die eben gezeichnet und sich tolle Geschichten dazu ausgedacht haben, deren Namen auszusprechen zu wollen, ich leider aufgegeben habe. Ich weiß, dass der eine Umberto oder so ähnlich heißt und der andere, ja wie gesagt, den habe ich vergessen, aufgegeben zu versuchen, korrekt auszusprechen. So, schauen wir uns noch schnell das Wirtschaftsgebäude und die Brennerei an. Das sind nämlich noch die zwei weiteren Fundamente, die man hier im größeren Stil bewundern kann. Erstens, das Wirtschaftsgebäude. Ich hatte es im letzten Teil schon kurz erwähnt und kurz angerissen. Man weiß leider nicht, wofür das gut war. Dass es ein so massives Fundament hat, innen drin aber nichts, lässt die Vermutung zu, dass es vielleicht sogar ein Steingebäude gewesen ist. Aber ich habe ja schon gesagt, eher wahrscheinlich Fachwerk und vielleicht das Gebäude der Bediensteten. Vielleicht auch so ein halboffener Dingens.
Ja, und das hier ist eine Buntsandsteinschwelle. Also dass sie aus Buntsandstein besteht, unverkennbar für den halbwegs geologisch Gebildeten. Dass es eine Schwelle ist, ja, das sagt ein schlaues Schild da hinten. Sonst wäre ich auch nicht drauf gekommen. Und die hat man hier wieder eingebaut, nachdem sie woanders rumgelegen ist. Vermutlich wurde die bei irgendeinem Bauabschnitt von woanders recycelt, um sie dann wieder woanders einzubauen und dann wiederum beim Abbrand und vermutlich von irgendwem hinterher geschleift, irgendwo anders hingepackt, ist irgendwo runtergefallen, was auch immer. Aber man hat sie jedenfalls dann im Rahmen der Rekonstruktionsmaßnahmen wieder hier hingebaut. So, und jetzt gucken wir mal, ob wir die Tonbrennerei finden. Ja, das ist jetzt eher enttäuschend, tut mir leid. Hier haben wir nochmal unsere Mauer und hier ist so ein Steinhaufen, mehr oder weniger. Und vermutlich ist das das Überbleibsel besagter Brennerei. Da gibt es ein Foto von, als dass die mal ausgebuddelt war. Man hat sie aber scheinbar wieder eingebuddelt. Das ist ein bisschen erstens schlecht beschrieben auf dem Schild da hinten, weil man hat den Eindruck, die gäbe es noch. Oder ich bin einfach wirklich viel zu blöd, die zu finden. Das kann ich mir aber nicht vorstellen, weil die muss hier wirklich irgendwo sein. Wenn sie da nicht ist, dann ist sie da und da komme ich her. Und da ist sie nicht. Also gibt es sie leider so wohl nicht mehr. Ja, warum muss hier auch ein blöder Wald rumstehen? Ist ja furchtbar. Da entdeckt man ja nichts. Ja, also, das heißt, wir sind damit am Ende angekommen. Ich mache, wie es meine alemannischen Wurzeln, mindestens mütterlicherseits, definitiv, aber richtig, tief alemannisch mütterlicherseits, mir vorgeben und plündere und brandschatze hier noch ein bisschen, was die Römer so mühsam aufgebaut haben, und möchte mich an der Stelle schon mal bedanken fürs Reinschauen und sage mal bis morgen. Und da hinten hat noch irgendjemand einen lustigen Ring errichtet. Ach, den gucken wir uns noch schnell an, kommt. Ich springe hier mal dynamisch runter. Ich werde zu alt, um irgendwo dynamisch runterzuspringen. Nee, die kaputten Knie vor allen Dingen. Also ich springe schon seit vielen Jahren nicht mehr dynamisch irgendwo runter. Das ist auf keinen Fall eine gute Idee. Das bereue ich tagelang, wenn ich das der Meinung bin, tun zu müssen. Ich kann dynamisch irgendwo raufspringen. Naja, ein bisschen dynamisch. Ja, aber guckt mal, das ist doch ganz lustig hier. Ein Steinkreis. Ja, da wird irgendjemand Spaß dran gehabt haben, den hier anzulegen. Ich kann es verstehen, it's a magical place in Englisch. Wirklich ein toller, toller, toller Ort. Man muss auch kein Geheimnis daraus machen, wo der ist. Ihr findet jetzt am Schluss noch eine Karte, falls ihr mal hier hin möchtet und euch das mal angucken. Ist wirklich nicht schlimm, wenn hier mal ein paar mehr Touristen rumlaufen. Das schadet nichts und tut auch dem Wald nicht weh. Das ist ein schöner, aber normaler Wirtschaftswald. Von daher kein Problem, wenn mal jemand hier hin möchte. Ist mit ÖPNV erreichbar, dann sind es noch, je nachdem wie gut man aussteigt und wie viel man noch Bus fährt, um möglichst nah ranzukommen, 2,5 Kilometer zu laufen pro Weg. Ich bedanke mich jetzt endgültig. Macht's gut, bis morgen. Tschüss. Ha, schön hier.